Okay, dann kann ich ihn von hier aus wegfölzen. Ich hätte einfach schießen sollen gerade. Und? Ich habe, glaube ich, seine Hose. Ich glaube, ich habe seine Hose. Alter, nice. Ist das denn Dev? Junge, ist ja übelst gut hier die Base. Ist ja mal richtig gut. Ich habe jetzt Schiss, dass er hier C4 gesetzt hat. Weil das wäre schlau. Das wäre halt das Sinnvollste gewesen. Aber wie ihr schon merkt, alleine hat der Boy hier nicht. Ist ja da noch allzu viele Chancen. Ich gucke mal, ob ich hier auch irgendwo durch die Wand gucken kann. Aber nee, kann ich nicht. Kann ich leider gar nicht. Okay. Ihr kennt ja auch noch den Trick hier oben, ne? Mit dem einmal hier rein, hochschwimmen, dann kann ich mich von hier oben auch runterbölzen. Ich weiß nicht, ob ich das nutzen werde, weil das ist schon ziemlich gemein. Dafür bräuchte ich auch außerdem mein Scuba-Gear. Und der Raid geht schon echt lange. Aber so ist das halt, so ist das halt. Ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich dann auch nochmal zwei Folgen Uncut. Aber wird auf jeden Fall richtig der Shit. Oder ist schon jetzt der Shit. Da ist er. Jetzt hat er meine Tür da hinten gefunden, glaube ich. Wo ist denn der andere? Immer noch nicht da. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, doppelgut. Oh, shit. Dann werde ich wieder hier die Doppeltaktik fahren. Gate auf. Ich werde jetzt erstes, bevor ich irgendwas mache, da ist der Spino. Er steht da. Gate aufmachen. Pflanzen. Ballert. Ballert, Pflanzen. Ballert, ballert, ballert. Schneller. Ballert doch. Da sind zwei Spinos. Dann ballert halt nicht. Ballert nicht. Okay. Sind die denn auf High gestellt? Ja. Alter Vater. Tür geht auf. Komm ruhig her. Komm ruhig her. Komm rein, komm rein, komm rein. Komm ruhig rein. Wenn er da jetzt steht, habe ich ihn. Okay, er ist ins Wasser gejumpt. Oh shit. Oh fuck shit, yeah. Jetzt werde ich von hier oben wahrscheinlich ein bisschen runterböllern und den Stress machen. Einfach ein bisschen Stress schieben. Genau, da ist er nämlich. Jetzt gerade zu Fuß. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mitkriegt, dass ich hier ihn unter der Fittiche habe. Auf jeden Fall gebe ich ihn gut. Oh, lol. Jetzt ist der andere Spino da. Werde ich mal die Tür kurz wechseln. Und batz, 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 batz. Batz, batz. Batz, 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 batz. Alter. Da sind beide, da sind beide, da sind beide. Zwei Stück. Zwei Stück. Wo ist der andere? Da, da. Alter, ich treffe nix, ich treffe nix. Ich bin richtiger Noob. Okay, andere Tür. Okay, wieder andere. Das müssen wir jetzt so weitermachen, das Spielchen. LOL. Okay, das Spielchen hat sich ausgespielt. Okay, okay, Leute. Ich merke, wo der Hase langläuft. Ich merke, wo der Hase langläuft. Jetzt wird es auch Zeit, auf Whistle Neutral zu gehen. Und hier kann ich jetzt nicht mehr viel machen, außer warten, bis sie das Gate aufsprengen. Oder ich mach's auf. Sie stehen halt jetzt direkt da. Ne. Leute, ab in mein Haus. Ab in mein Haus. Ab in mein Haus. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Oh shit. Oh shit, sie sind drin. Sie sind volle Möhre drin. Haben sie gut gemacht, die Boys. Haben sie richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt liegt's alles an mir. Habe ich Whistle Neutral? So, dass die auch angreifen, wenn es soweit ist. Nicht, dass sie jetzt von da kommen, ne? Mit Grappling Hooks. Aber da habe ich ja auch Pflanzen. Oh shit. Da ist er. Da ist er drauf, auf dem Spino. Ich weiß nicht, ob sie mich sehen. Kannst du euch gar nicht sagen. Was macht der denn da? Die Pflanzen böllern. Und ich würde den anderen gern sehen. Den da. Genau. Ab geht's, Leute, ab geht's. Verpiesel dich. Verpiss dich, Junge. Oh yes, Alter. So scheiße ist die Base nicht. Ich habe nur zu wenig Muni. Ich habe nur zu wenig Muni. Okay, den Point hier, den kriege ich vielleicht noch. Also von hier oben werden sie nicht kommen, glaube ich. Ich glaube, das risken sie nicht. Ich meine, also wenn ich mich nicht komplett behindert jetzt anstelle, kann ich auch von hier noch deffen. Weil ich ja hier einfach den Pflanzensupport habe. Ja, also ganz eventuell halt. Und was ist mit dem Spino? Da ist dann
Spieler drauf? Weiß ich nicht. Jetzt ist er auf jeden Fall auf mich. Jetzt sind beide auf mir, okay. Wenn ich sie jetzt hier hochkriege, sind sie getrappt. Dann habe ich sie. Dann sind sie. Habe ich den Raid gewonnen. What? Der Spieler hat mich echt gehittet. Weil da sind keine Spieler drauf. Das ist. Dann sind die Spinos wirklich für den Arsch. Da machen die gar nichts. Und warum ballern die nicht? Die Range ist doch schon optimal, oder nicht? Ist doch schon auf High. Ich habe jetzt Schiss, dass hier die Pipes auch noch blockieren. Oh, da ist er. Da war er. Aber sie blockieren nicht. Und hier die beiden Pflanzen, die geben mir auch nochmal guten Support. Richtig guten. Ich werde mal gucken, ob sich hier in der Ecke einer versteckt, weil das ja auch irgendwie naheliegend wäre, aber. Nee, sieht soweit ganz scharksowertig aus. Sieht relativ scharksowertig aus. Okay, da sitzen sie auf den Spinos. Ich nehme an, die bereiten sich jetzt wieder vor. Müssten wir jetzt hoffen, dass sie es nicht tun. Okay, sie sind drin. Sie turnen, sie turnen. Ich weiß nicht, ob sie mich hier sehen. Definitiv nicht, wenn ich hier in der Wand stehe. Aber ich kann die sehen. Und sehe dementsprechend auch, wenn sie absteigen. Und genau darauf warte ich, weil dann kann ich sie. Die Spinospa dann macht wenig Sinn. Aber wenn sie absteigen, kann ich sie getten. Kann ich sie wegcatchen. Sie müssten halt jetzt reinrennen und die Pflanzen alle downbeißen. Zu zweit. Müssten sie sofort. Alter, sobald die hier hochkommen, gibt's Breitseite. So, wisst ihr was? Ich demolish. Jetzt kann die Plant weiter bölzen. Jetzt kann die Plant den treffen. Sitzt da noch einer? Da sitzt noch einer. Den kann ich nicht sehen. Den Reiter. Und sie hauen wieder ab. Was wollen sie denn machen? Da ist mein toter Plesio. Och, ihr Ärsche. Ihr Arschgesichter. Arschgesicht hat's. Alter Vater. Ich gebe beiden jetzt mal einen mit. Einfach nur, weil ich's kann, Leute. Also ich bin jetzt gespannt. Oh yes. Oh nee. Er ist oben. Er ist oben. Okay. 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 Es geht los. Es geht los. Die heiße Phase beginnt. Heiße Phase beginnt. Dinos rein, Dinos, nee, Dinos nicht rein. Dinos gar nicht rein, von hier aus ballern. Jetzt bräuchte ich den Raketenwerfer, ich döde. Und Batz, und auf den Spieler muss ich probieren. Und Batz, Batz, Batz. Und Batz. Und Batz, ich kann den Spieler nicht treffen. Absolut nicht. Der fetzt sich gut durch, der Spino, der fetzt sich richtig gut durch. Batz, Batz, das sind Spielerhits, das sind Spielerhits. Das ist der True Damage. Das sind die True Spielerhits. Der Spino hat entweder kein Stamina oder ist so hart gestunt, dass er gar nichts mehr kann. Ich sehe es gerade nicht. Hier den Spieler, da würde ich auch gern. Okay, nicht, dass der sich jetzt hier durchsprengt. Ich gehe schnell in meine Base. Aber ganz schnell. Meine Tiere sind jetzt auch auf volle Möhre hier getrimmt. Okay, und jetzt heißt es hier warten. Füße stillhalten. Türen zu. Und hoffen, dass die Turrets hier noch guten Dienst leisten. Ich nehme an, sobald er da die Pflanzen down hat, wird er nämlich hier sich an das Gate machen und dann ist tote Box. Ich ball ihn einfach so jetzt in ganz regelmäßigen Abständen so ein ganz klein bisschen an, dass er einfach nur merkt, okay, ich krieg Damage. Ich krieg Damage. Das muss er spüren, Leute. Das muss er fühlen. Aber richtig. Aber richtig. Und ich habe nicht mehr viel Schuss. Ich sollte sparsam sein. Ich sollte echt ein bisschen sparsam sein. Ich weiß nicht, wie es um meine Pflanzen steht. Ich kann es euch 0,0 sagen. Nice, ich habe sein Oberteil. Er hat keine Taucherflasche mehr. Für ihn ist der Raid gelaufen. Er hat keine Taucherflasche mehr. Raid ist over. Okay, Tür auf und fetzen. Tür auf und fetzen. Nee, doch nicht. Wie mache ich das jetzt? Turrets ballern. In mein Haus. Ganz schnell in mein Haus. Sie haben es geschafft, sie haben es geschafft, sie sind drin. Die müssen jetzt vorpreschen, der eine Boy hat keine Taucherflasche mehr. Ich habe noch ein Taucher-Equipment in meiner Base. Ich werde aber mit der Hütte hier untergehen. Also ich werde nicht mich zurückziehen, wenn ich merke, der Raid ist verloren. Dann wird's. Okay, die locken meine Viecher da gut weg. Dann wird es weitergehen, aber Rambazamba mit dem Battle. Ich überlege jetzt, ob ich nach da oben schwimme. Wäre riskant. Wäre riskant, aber gleichzeitig auch cool, ne? Nein!
Ich könnte jetzt mein Taucher-Equipment holen und nach da oben und von da oben dann von hinten die flankieren, aber das ist zu riskant. Da kann es halt echt sein, dass ich verrecke und dann habe ich nichts mehr zum Deffen. Und das wäre wirklich tote Buchse. So, ich werde noch einmal kurz hier runtergehen und mir mein Dingens wiederholen, meine Armbrust. Die wäre nämlich jetzt doch ganz hilfreich. Jetzt zählt nämlich doch jeder Schuss, merke ich, gegen Ende. Jeden Schuss, den ich hier reinsäckeln kann. Hier die Turrets, die sollten meine... Die sollten die Raketen, die sie haben, noch gut weg tanken, nehme ich an. Ja, die ist nicht ohne. Batz, Topper steigt. Einfach nur, ne, ich muss denen, wie gesagt, jetzt das Gefühl geben, dass noch Gegenwehr kommt und dass sie was zu verlieren. Also, dass sie noch nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, das Gefühl haben sie schon. Weil meine Base ist halt komplett offen, ne. Hier meine Hauptbase wird jetzt nochmal ein Problem. Und da gut was gegen zu machen, wird echt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sogar meine Lichter ausmachen will, damit sie nichts sehen. Aber dann sehe ich halt auch selber nicht viel, ne. Das ist halt das Ding dann. So, ich hocke mich mal hier hinter. Ich habe auch keine Hose mehr. Zack, reparieren gehen. Dann haben sie mich auch gut erwischt. Dann haben sie mich auch richtig gut erwischt, Leute. Ich frage mich ehrlich, wie sie jetzt vorgehen wollen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie jetzt von der anderen Seite versuchen, weil sie gesehen haben, was ich hier hab. Steht da einer oder ist das ein Bag? Das ist ein Bag, ne? Wobei ich schon annehme, dass die von der Seite jetzt kommen werden. Nur die Frage, wann und von wo, ne? Und bin ich hier gut versteckt oder würde ich jetzt gern mal... Na gut, geht. Ich glänze halt, ne? Meine Rüstung ist halt nicht das... Der Apfel vom Ei. Ne, runtergedroppt. Aus Versehen. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Und rein mit mir, aber schnell. So, ab die Post wieder nach oben. Ich bin aus Versehen wieder durch die Wand runtergeglitscht. Was heißt geglitscht? Ich bin einfach normal gefallen. Das passiert halt hin und wieder dann mal. Ich werde jetzt versuchen, den da hinten... Mit was war denn der da unterwegs? Mit der Flinte, ne? Mit der Sniper. Da, guckt mal. Und 3, 2, 1... Guck doch noch mal raus, Boy. War das ein Header? Nee. Spielt er hier Kuckuck mit mir? Der Spack. Alles klar. Naja. Und seht ihr, Leute, was für einen Spaß man haben kann, während man geradet wird. Nur mal um das für euch, ne? Für die, die keinen Spaß haben können, wenn sie geradet werden. Sesam, öffne dich. Sesam, schließe dich. Sesam, spreizt die Beine. Und Batz. Sesam, Narcotic Arrow. Und... Oh, daneben. Davon habe ich halt auch nicht viel, aber das wissen sie ja nicht. Das müssen sie nicht wissen, Leute. Das ist so das Ding. So, und am Ende... Ein Spino ist... Da. Da sind beide. Okay, beide draußen. Am Ende werde ich mich, glaube ich, hier irgendwo verstecken. Und dann müssen sie mich suchen oder so. Das wäre zumindest übel witzig, finde ich. Batz. Komm schon. Oh, Leute, bewegt euch doch nicht so. Bleibt doch mal irgendwie stehen. Gibt's doch gar nicht. Beide draußen wieder. Jetzt sind wir wieder hier an der Stelle. Die haben aber gut schon was geschafft, das muss man sagen. Die sind schon echt weit vorgedrungen. Meine Mainbase wird jetzt nochmal ein Klunker, ein richtiges Dingen, was sie machen müssen. Und da versucht er mich zu hitten. Kriegt mich aber nicht, der Boy. Er kriegt mich aber nicht. Eigentlich ist das totally easy, da hochzukommen. Also ich schaffe das immer relativ flott. Sind sie wieder draußen? Jo. Da sind sie beide. Einer ist wieder drin. Und genau da. Oh, jetzt hat er mich gehittet. Und jetzt laggt's. Jetzt habe ich ihn nochmal gehittet. Es laggt wieder. What? Ne. Der ist nicht hier oben, oder? Der ist hier oben. Okay. Pflanzen feuerfrei. Die Pflanzen, der Spino kann nicht durch das Gate. Die Pflanzen aber ja. Pflanzen, ich habe keine Muni mehr. Pflanzen go. Hallo. Pflanzen go. Warum macht er nicht mal go endlich? Alter Vater, gut, dann nicht. Und batz, da kriegt er einen.
Wo ist der andere gerade? Hat er es geschafft hoch? Das würde mich jetzt wundern. Ich glaube nämlich nicht. Aber wenn doch, habe ich ein Problem. Weil dann lohnt es der hier gleich. Ne, keiner hat es hochgeschafft. Und Batz. Da sind sie beide. Okay. Und Batz. Und beide kriegen einen Batz. Und wieder abwechselnd Batz. Jetzt kriegt der eine gut. Da flitzt er. Was macht der denn da, der Boy? Da macht er den Runner. So, meinen Raketenwerfer lege ich auch mal beiseite. Den brauche ich ja nicht mehr. Den könnte sich dann holen. So, das übrigens auch alles. Zack, zack. Man bräuchte ein Uncraft-Menü, dass man Sachen wieder zurückcraften kann, weil ich jetzt keine Muni mehr habe. Bin gleich leer geballert, sozusagen. Und dann ist es eigentlich vorbei. Dann kann man nur noch warten. Das ist ja auch langweilig. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine neue Muni cheaten will ich jetzt auch nicht. Macht ja auch so gar keinen Spaß. Ich weiß nicht, wo der Boy ist. Ich würde gerne einen von denen wenigstens killen. Also treffen tue ich sie ja hin und wieder mal. Die sind ja auch schon nackig. Aber töten dann doch nicht. Das gefällt mir nicht. Da ist er. Und Batz. Batz, das sind Header. Das ist richtig der Headshot drin, Junge. Alter, nice. Der hat's fast geschafft. Der hat mich auch wieder gehittet, der Boy. Rüstung, okay. Medium. Mittelgut, eher. So. Okay, nicer Scheiß, definitiv. Und der eine Spieler hier, der macht nichts mehr. Das heißt, der Spieler ist hier irgendwo. Oh mein Gott. Ihr habt's gesehen. Er schreibt, yay. Wisst ihr, was ich schreibe? Nix, außer viel Spaß bei meiner Bebettelung. Und ich probiere jetzt den Spieler darunter zu. Der geht drauf, der Jung. Ja, okay, er geht nicht drauf. Aber er weiß, alter Vater, er weiß, womit das hier zu tun kriegt. Doch, der geht drauf. Der geht drauf, Jungs. Kriegen wir das wirklich gedefft hier? Ist das true? Weiß gar nicht, ob er noch oben drauf sitzt, der Boy. Ich möchte auch nicht meine Muni jetzt komplett auf den Spino böllern. Jetzt lasse ich lieber mal meine Base erledigen. Die Pflanzen machen ja auch Damage. Und Batz. Jetzt kann ich den Spieler mir halt mal vorknöpfen, wenn das denn funktionieren würde. Da sitzt keiner mehr drauf. Okay, er ist abgestiegen. Ich habe da scheinbar einen echt guten Job gemacht gerade. Und hier an der... Ne, die kommt jetzt weg. Als ob an der die Schüsse abprallen. An der einen blöden Laterne da von mir. Ballert die Pflanze noch? Jawohl. Ich habe die gerade nicht gesehen, die Schüsse. Jo, sehr gut. Sehr gut. Das gefällt mir immer mehr. Gefällt mir immer mehr, Leute. Immer und immer und immer und immer und immer mehr. Down...